In meinem Forst will das niemand ungestraft. Niemand, und sei es selbst das Buschgespenst. Wenn ich schon Ihr Gast sein darf, dann möchten Sie jetzt natürlich gern wissen, warum ich hier bin. Ich suche meine Frau. Streit. Nein. Mord. Angst macht geschwätzig. Nein, nicht schießen! Ich sage nichts, kein Wort! Vor dem Buschgespenst haben die Pascha mehr Angst als um ihr Leben. Immer dieses Buschgespenst. Sie hätten ihn längst fangen können. Und Sie nennen ihn das Buschgespenst? Er wird mich umbringen. Er bringt uns alle um. Um Himmels Willen. Bleiben Sie stehen! Dann nehme ich Sie in mein Haus. Und der Herberger einen flohenden Zuchthäusler. Das Gericht hat einer Lüge geglaubt. Seidelmann. Haben wir dich endlich, Bursche. Ich bin verhaftet. Ich soll ein Pascha sein sogar. Das Buschgespenst selber. Der Mann, den Sie als Buschgespenst verhaftet haben, ist der Falsche. Hände hoch! Und jetzt wollen wir mal sehen, wer sich hinter dem Buschgespenst verbirgt. Maske runter! Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Herr Doktor. Sie wollen also die Wahrheit über Karl May schreiben? Ich habe die Absicht. Was soll bloß mal aus dem Jungen werden? Ich war blind. Was nun den Karl betrifft, ich glaube, ich kann ihm helfen. Die Erzählungen seines Gevatters von den Indianern in Amerika sind sein Wert. Meine Geschichte ist fertig. Die Rothaut, eine Erzählung aus Nordamerika von Karl May. Es freut mich, Karl, dass du die Schule mit so guten Noten beendet hast. Was möchtest du jetzt werden? Am liebsten Augenarzt. Ich war 20 Jahre alt und wurde Hilfslehrer in der Armenschule in Glauchau. Die dunklen Zeiten sind vorbei, das verspreche ich euch. Sind Sie der Herr Karl May? Natürlich bin ich der Karl May. Dann erkläre ich Sie hiermit für festgenommen. Ich musste vor Gericht. Und was heißt das? Das heißt, Karl kann nie wieder Lehrer sein. Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig. Eindeutige Fälschung. Sie sind einem Schwindler aufgesessen. Die Strafe ist im Zuchthaus Waldheim zu verbüßen. Das ist also Herr May. Sie also sind dieser talentierte und begabte neue Redakteur. Tja, manches ist noch ein bisschen zu steif. Was halten Sie von Indianergeschichten? Ich habe dir ja immer gesagt, dass May kein Redakteur ist, aber als Schriftsteller. Wir haben einen Goldesel im Stall.